383 im Hotel Panorama im Kaiserwinkel, ein Mitglied der Münsterer Verwöhnhotels. Ich zeige euch mal das schöne kleine Zimmer, ist ganz nett. Hier haben wir das Bett, nur für mich eingedeckt, mit Telefon und einer, ja, irgendwie so ein bisschen 90er Jahre aussehenden Radiodose da hinten dran. Ich glaube, heute baut man sowas nicht mehr. Wir haben eine Couch, wir haben einen sehr schönen großen Flatscreen-Fernseher, einen Spiegel dazu noch dann vor. Und dann haben wir einen großartigen Blick und das ist es, was hier irgendwie das Hotel ausmacht. Heißt ja nicht umsonst Panorama. Schaut mal, da unten ist ein Restaurant und Wellnessbereich. Ein schöner Wellnessgang zum Aufzug. Da kann man dann aus den verschiedenen Etagen dann auch da in den Wellnessbereich kommen. Und hier eine begrünte Terrasse und ja, das ist der Ausblick. Unten ist der Kaiserwinkel und vor uns liegt der zahme Kaiser, dahinter der wilde Kaiser. Traumhaft schöne Gegend, wunderschöne Blumen hier. Aha, das lohnt sich. Und es ist September und da unten liegt der Walchsee im Kaiserwinkel. Und dann machen wir einen kleinen Schwenk nochmal zurück durch das Zimmer. Wir haben hier eine Minibar mit zwei Flaschen Vöslauer Wasser. Nichts weiter, was haben wir denn da hier noch drin? Da hängt schon mal meine Jacke. Wir haben einen kleinen Tresor, leider ohne Steckdose. Hier haben wir noch ein paar Bettdecken, falls doch noch jemand kommt. Und das Badezimmer, wie sind wir da eingerichtet? Ja, wir haben einen Seifenspender, wir haben einen Föhn, okay, und dann haben wir hier noch eine kleine wackelige Duschkabine, auch mit einem Duschbad dort, gut, Toilette, Handtücher, genügend Klopapier, ja, dann lassen wir das doch mal soweit, sehr schön. Und dann freue ich mich auf eine Wanderwoche hier im Kaiserwinkel. Deshalb bin ich nämlich hier und habe hier schon einige Unterlagen bekommen vom Tourismusverband und werde jetzt mal heute Morgen und übermorgen wandern gehen in Kaiserwinkel. Ciao, servus.